Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinen Diskussionsvideos und zwar dieses Mal zu einem Thema, was auf jeden Fall sich einige Leute gewünscht haben. Und zwar reden wir heute über Fusionsmonster und deren Entwicklung. Wir haben ja bereits Ritualmonster, Synchromonster, XE-Monster und auch diverse andere Kartengruppen behandelt, wie beispielsweise Flipmonster, und quasi geschaut, wie die sich entwickelt haben. Und das war meistens sehr negativ, aber ich muss sagen, Fusionsmonster haben sich etwas besser gemacht. Und ich will auch heute mal ein bisschen was loben, von daher schauen wir mal, wie sich die Fusionsmonster entwickelt haben. Und ich will auch wie immer so ein bisschen halt auf die Geschichte des Spiels eingehen, wie das so kommen konnte. Und da würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit dem Video. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, denkt auch an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Replay-Kanal oder mein Instagram. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der heutigen Diskussion. Und ich würde sagen, wir starten auch heute mal wieder in der Vergangenheit. Und ich muss sagen, die Beschwörungsmethode der Fusion war immer so ein kleines Problem, ne? Klar, die Karten waren relevant, dazu gleich mehr, in welchen Bereichen sie das waren. Aber letztendlich ist halt die Beschwörungsmethode gar nicht mal so toll. Ich meine, du brauchst die Zauberkarte Polymerisation und dann brauchst du genau bestimmte Monster, die auf dem Fusionsmonster genau aufgelistet werden mit Namen. Und die musst du alle haben, plus die Poly, und musst die alle weglegen für ein Bossmonster. Das geht halt krass minus. Wenn ein Fusionsmonster zwei genaue Materialien braucht, gehst du insgesamt minus 2 für die Summon von einem Fusionsmonster. Und das in einer Zeit, wo Ressourcen noch extrem relevant waren, ne? Ein minus 1 hat damals schon extrem wehgetan, aber ein minus 2 war schon extrem bitter. Und dazu muss man auch noch sagen, dass man sämtliche Materialien erstmal ziehen muss und teilweise gar nicht aussuchen konnte. Und die alten Fusionsmonster, die waren halt auch nicht so toll, ne? Die hatten ziemlich simple Effekte oder eventuell sogar gar keine Effekte. Und deswegen haben die sich kaum gelohnt. Aber was sich durchaus gelohnt hat, war beispielsweise die Karte Metamorphose. Eine alte Zauberkarte, die bis heute verboten ist tatsächlich. Und naja, da konntest du quasi Monster aus dem Main Deck umwandeln in Fusionsmonster derselben Stufe. Und dann konntest du beispielsweise aus einem Stufe 1 Monster ein 1000-äugiges Opfer machen, damit was fressen, gegnerische Karten loswerden und einen kleinen Lockdown starten. Und das war schon extrem spielstark. Und auch diverse andere Fusionsmonster wurden dann immer beliebter in den Extra-Decks und so langsam war es dann quasi üblich, immer mal wieder wirklich 15 Karten auch schon damals im Extra-Deck zu spielen. Aber halt eher wegen der Karte, naja, Metamorphose. Die alte Polymerisation hatte auch ihre Momente, keine Frage, aber so krass war das nicht. Cyberstein gab es damals auch, okay, das war auch ein kleines Ansatzgebiet für halt Fusionsmonster, aber das war mehr so ein OTK-Deck, beziehungsweise nicht ganz das, was Yu-Gi-Oh! Eigentlich ausmachen sollte, aber okay, auch das hat existiert. Aber dann kam GX und das war auf jeden Fall eine Revolution, weil mit GX kamen halt wirklich die ersten richtigen Themendecks, sag ich mal, die Fusionskarten hatten. Und die beiden wichtigsten Themendecks waren dort quasi die Elementarhelden und die Cyberdrachen. Und diese beiden Themendecks sind bis heute unfassbar beliebt und bekommen richtig viel Support immer noch. Beispielsweise die Cyberdrachen sind aktuell wieder ein sehr gutes Rogue-Deck und zusammen mit Orcus sogar teilweise in der Meta spielbar. Und das Thema ist halt wirklich steinalt eigentlich. Und auch die Helden bekommen bis heute unfassbar viel Support. Auch bei den Fusionsmonstern natürlich. Aber damals war das halt quasi die erste Möglichkeit, wirklich, naja, konstant Fusionskarten zu spielen als Strategie. Weil wenn du halt wirklich mit der alten Poly gespielt hast, damals noch, vor halt diesen Themendecks, musstest du irgendwelche random Fusionsmonster spielen, die keinen wirklichen Sinn zusammen ergeben haben. Oder du hast einfach komplett quasi an der Beschwörungsmethode vorbeigespielt und hast einfach Cyberstein oder Metamorphose genutzt, aber wie gesagt, das war halt keine richtige Strategie, das war mehr eine Tech-Choice und halt einfach eine Möglichkeit, gegnerische Karten loszuwerden oder für OTKs zu gehen. Aber ein richtiges Themendeck gab es halt davor noch nicht. Aber diese beiden Themendecks haben wirklich das Ganze auf die nächste Stufe gehoben und das Ganze wirklich zu einer sinnvollen Beschwörungsmethode für Themendecks gemacht. Und das hat sich bis heute extrem gesteigert, weil heutzutage kommen nach wie vor unfassbar viele Themendecks raus, die Fusionsmonster haben, was ich sehr, sehr cool finde. Und die will ich jetzt auch wirklich mal loben, ne? Weil man muss sagen, diese Themendecks sind einfach fast immer extrem cool gebalanced. Wir haben beispielsweise Invoked, ne? Ein Deck, was schon seit Ewigkeiten eine gewisse Relevanz ausstrahlt im Rogue-Bereich, teilweise sogar Meta-Bereich. Okay, diese Zeiten sind vielleicht vorbei, aber ja, das war auch lange in der Meta auf jeden Fall spielbar, zumindest so ein bisschen. Und man konnte damit auch teilweise toppen, wenn man Glück hatte. Dann haben wir beispielsweise Fluffle, ein Themendeck, was lange Zeit lang gar keinen Support bekommen hatte. Dann hat es extrem Support bekommen und ist einfach bis heute ein stabiles Rogue-OTK-Deck, was sehr, sehr cool gemacht ist. Man kann es auch theoretisch kombinieren mit Orcus und so, habe ich auch schon gesehen.
Dann haben wir beispielsweise ABC mit dem ABC Dragon Buster. Sehr cooles Retro-Thema, in Anführungsstrichen. Ist halt an alte Karten angelehnt, so ein bisschen. Und der Dragon Buster ist halt einfach eine unfassbar geile Karte. Das Thema war teilweise eine ganze Weile lang Meta. Und jetzt ist es halt immer noch ein gutes Rogue-Deck, was aber leider manchmal bricken kann. Das muss man schon zugeben. Dann haben wir beispielsweise aktuell logischerweise, naja, die Donnerdrachen. Die sind aktuell Meta. Aber broken sind die auch nicht wirklich, also schon ganz gut gebalanced eigentlich. Man kann auch diverse andere Decks spielen, die auch gut sind. Und wir haben beispielsweise Lunar Light, ne? Auch ein Thema, was immer wieder Erfolge feiert und durchaus nicht übel ist. Und das Schöne an diesen Themendecks ist einfach, die haben fast immer ihre eigene Polymerisation. Weil ich kann es nur immer wieder sagen, ne? Die alte Poly war einfach Crap. Du gehst -2 für jedes Bossmonster. Das willst du dir nicht leisten. Es gibt Themendecks, die damit klarkommen, keine Frage, aber das wird immer seltener. Und ich muss sagen, das ist auch gut so. Weil verschiedene Polys sorgen dafür, dass sich quasi jedes Themendeck ein bisschen anders anfühlt und ich liebe die Varianz. Und deswegen mag ich eigentlich quasi die aktuelle Entwicklung von den Fusionsdecks extrem, also ich finde Konami macht da einiges richtig. Doch das Schöne an der ganzen Sache ist einfach, das war's noch nicht mal. Weil man kann Fusionsmonster auch spielen, als generische Optionen und Check-Choices bis heute, weil es gibt da mittlerweile diverse Möglichkeiten, beispielsweise mit der Karte Instant-Fusion. Die Karte kennt wahrscheinlich jeder, du zahlst 1000 Life-Points, bekommst ein Fusionsmonster mit einer niedrigen Stufe und seine Effekte kannst du auch aktivieren, das bedeutet, du kannst beispielsweise das 1000-äugige Opfer holen mal wieder, was man damals geholt hat, mit der Metamorphose und kannst damit Monster fressen, du kannst beispielsweise auch das Millennium-Eis holen, also die Neuauflage vom 1000-Eis und das kann Handtraps fressen. Dann haben wir beispielsweise halt einfach eine riesige Bandbreite aus Fusionsmonstern, die gar keinen guten Effekt haben, die aber einfach halt bestimmte Eigenschaften haben oder bestimmte Typen, die du gerade für dein Thema brauchst, beispielsweise seltener Fisch in halt einfach, naja, Wasserdecks, gute Karte auf jeden Fall, zumindest halt, wenn man sie so nutzt. Dann haben wir beispielsweise den Panzerdrachen für irgendwelche Infinity Plays, wir haben Raijin von Invoked, der auch so beschwörbar ist und. Und deswegen kann man halt Instant-Fusion immer mal wieder als gute Karte spielen. Und die wird auch wahrscheinlich immer relevant bleiben. Wieso ist das so? Ganz einfach, die Karte geht neutral und holt ein Monster. Ein Material, was man auch weglinken kann. Also man muss sagen, Instant-Fusion ist für die Ewigkeit. Wenn die Karte nicht verboten wird eines Tages, was möglich wäre, dann wird sie immer stark bleiben. Und zwar wirklich immer. Das kann sich gar nicht ändern quasi. Weil ein Material zum Preis von einer Karte wird immer nice bleiben. Dann haben wir beispielsweise die Karte Superpolymerisation. Eine unfassbar starke Zauberkarte, eine Quickspell, um genau zu sein, die halt einfach sofort fusionieren kann. Und du kannst auch gegnerische Karten wegfusionieren, was hier auf jeden Fall das Lustige ist. Und dafür gibt es richtig coole Targets, beispielsweise Salamangreate, Violette Chimäre, ja. Sehr, sehr coole Karte, um halt einfach, naja, gute Decks zu outen, ne. Also ich muss sagen, davor sollte der Gegner Angst haben, wenn er sowas spielen sollte, also die Targets, die die Violette Chimäre braucht. Dann haben wir beispielsweise den Hungergiftdrachen. Wenn der Gegner Finsternis spielt, was heutzutage gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, weil die Eigenschaft einfach viel zu overused ist, dann kann man einfach so seine Monster wegfusionieren und die sind dann weg. Das ist schon ziemlich böse. Und was wir auch haben beispielsweise, ist der Mud Dragon of the Swarm. Also es gibt da extrem viele Möglichkeiten, um quasi gegnerische Monster wegzutributen bzw. wegzufusionieren, ist so ein krasser Hard Removal, dagegen ist fast keine Karte im Spiel immun. Das ist schon ziemlich heftig. Also die Super Poly war nicht umsonst Ewigkeiten verboten, aber jetzt, meine Freunde, ist sie wieder auf 3 und es kann sie jeder spielen. Und das macht man auch sehr gerne, weil die Karte ist auch in der Meta durchaus keine schlechte Karte. Und die wird auch nie wieder schlechter werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Und was wir logischerweise auch mittlerweile wieder haben, ist die Karte Cyberstein. Und ja, ich weiß, die Karte ist quasi nur eine Fun-Karte, du zahlst quasi 5000 Life-Points und bekommst ein Fusionsmonster. Wenn das negiert wird, hast du wahrscheinlich verloren, das wäre schon bitter. Aber Leute, es gibt auch dafür richtig coole Targets, beispielsweise den Bombenvogel, der halt einfach OTKs einleiten kann in Trolldecks. Oder auch beispielsweise Naturia Exterio, der einfach sämtliche Spells und Traps negieren kann und der einfach Instant-Win ist in sehr vielen Fällen. Man muss sagen, die Karte ist jetzt nicht unbedingt irgendwie Top-Meta oder so, aber sie ist zumindest eine coole Fun-Deck-Karte, die Fusionsmonster in vielen verschiedenen Decks wieder denkbar macht und das feiere ich. Und auch so Karten wie beispielsweise der letzte Krieger eines anderen Planeten oder so sind auch theoretisch vorstellbar, wobei es dazu bisher noch keine krassen Decks gibt, aber wer weiß, was noch kommt. Also Cyberstein wird auf jeden Fall noch lange eine gewisse Popularität haben in diversen Fun-Decks, was ich sehr cool finde. Und wir haben noch viele, viele weitere Gebiete, in denen Fusionsmonster einfach bis heute eingesetzt werden können. Beispielsweise haben wir die Chimera-Tech-Drachen.
die als Tech-Choice auf jeden Fall außerhalb von den Cyberdragons extrem gut kommen können, weil die halt einfach ebenfalls letztlich gegnerische Monster wegfusionieren und das ist einfach richtig gemein. Gerade der Mega Fleet, also die neue Karte, ist wirklich böse gegen Extra-Deck-Monster. Also diese Karte sollte man auf jeden Fall kennen. Dann haben wir beispielsweise die Brillante Fusion, eine Zauberkarte, die einfach so dafür sorgt, dass man quasi zweimal pro Runde normal beschwören kann über Seraphnid, ein Gemnite-Fusionsmonster, was wirklich nice ist. Oder wir haben beispielsweise die Helden-Engine, die immer beliebter wird in diversen Rogue- und Fun-Decks. Oder geht man einfach auf Darklore und hat quasi einfach ein starkes Floodgate draußen, dass der Gegner erstmal loswerden muss. Also auch diese Karte kann teilweise Instant Win sein, ähnlich wie Exterio. Man muss also sagen, es gibt noch viele, viele weitere Gebiete, wo Fusionsmonster bis heute gespielt werden können. Ich kann hier gar nicht alle aufzählen, weil das so viele kleine Gebiete sind. Und das finde ich wirklich cool. Doch ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, will ich noch ein bisschen reden über die Zukunft und da muss ich sagen, sieht es auch sehr rosig aus. Dadurch, dass wir quasi mittlerweile für jedes Thema eine eigene Polymerisation bekommen, kann man diese Karten gerne immer stärker schreiben, um mit dem Power Creep mitzuhalten. Und deswegen wird diese Beschwörungsmethode hier eigentlich relativ zeitlos. Man kann die Fusionsmonster so offen schreiben, wie man möchte. Man kann sie auch immer generischer machen, um einfach die Fusionsmonster immer mithalten zu lassen. Das heißt, diese ganze Beschwörungsmethode ist längst nicht mehr so statisch, wie sie damals war. Es gibt sogar diverse alternative generische Fusionskarten, die man auch einsetzen kann. Also, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und ich denke, dass wir auch in Zukunft auf jeden Fall diverse Fusionsthemen bekommen werden, die auch gut mithalten können über einen längeren Zeitraum. Und das finde ich wunderbar. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal wieder zum Fazit. Und da muss ich wirklich sagen, Fusionsmonster haben sich so cool gemacht, ne? Ich meine, die waren damals mal fast unspielbar, wie sie halt intended waren. Weil die Polymerisation einfach so blöd geschrieben war. Aber dann einfach quasi bessere Versionen von der Poly rauszubringen, die Fusionsmonster etwas generischer zu machen innerhalb ihrer Themen und halt einfach für viel Support zu sorgen, hat dafür gesorgt, dass die Fusionsmonster die so cool entwickelt haben, dass die bis heute in vielen, vielen Decks gespielt werden. Ich meine, das waren nie Karten, die man quasi generisch in allen Decks gespielt hat für gewöhnlich, also so war das nie angedacht, aber durch halt so Tech-Choices wie die Instant-Fusion oder halt einfach die Super-Poly gibt es halt immer mehr Einsatzgebiete, um halt das maximale Potenzial aus den Karten rauszukitzeln. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Aber gut, ich würde sagen, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Fusionsmonstern in der heutigen Zeit in die Kommentare. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Diskussionen vorschlagen, die ich mal machen soll. Und dann würde ich sagen, geht es mit den Themen beim nächsten Mal weiter. Und schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lotte Cards, bei meinem Replay-Kanal und bei meinem Instagram. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.